Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video ist besonders, denn dieses Video entsteht mit Hilfe von Duftkerze.de. Ich wurde von dem super, super lieben Team von Duftkerze.de angeschrieben und gefragt, ob ich denn ein paar Kerzen ausprobieren möchte, die ich in meinem Video dann vorstelle. Und dadurch ist unsere Kooperation zustande gekommen und am Ende gibt es noch ein Gewinnspiel, also bis zum Schluss dranbleiben, denn da am Ende sage ich euch noch die Bedingungen und wie ihr was gewinnen könnt. Bei Duftkerze.de gibt es verschiedene Marken, unter anderem Yankee Candle, Woodwick Candle, Village Candle. Aber was für mich noch spannender ist, sage ich mal, es gibt Charmed Aroma. Es gibt dort Charmed Aroma. Das sind Kerzen, falls das jemand nicht kennt, das sind Kerzen, wo Schmuck drin ist. Das heißt, man brennt es ein bisschen runter und dann hat man eine kleine Überraschung drin, ein Schmuckstück. Das können sein Ketten, Ohrringe, Ringe, was auch immer man sich da aussucht. Und ich finde es halt selber extrem schön und ich liebe das zum Verschenken. Dann hat die Person eine doppelte Freude. Es ist nicht nur eine Duftkerze, es ist auch ein Schmuckstück drin. Oh mein Gott, ich liebe diese Kerzen und ich kann es immer nicht aushalten, bis ich dieses Schmuck da rausgeholt habe. Ich brenne es sofort an, ich warte, ich pull das schon raus. Das ist dann bei mir immer eine Sauerei, weil ich einfach keine Geduld habe. Aber wer geduldig ist, bei dem schaut es auch normal aus. Also danke an der Stelle an duftkerze.de für die Möglichkeit, dass ich Kerzen ausprobieren kann, ich euch auch die Kerzen vorstellen kann. Es sind auch einige neue Marken für mich, deswegen schauen wir mal. Und natürlich die Gelegenheit, dass ihr dabei was gewinnen könnt, dass ich was verlosen kann. Ich freue mich mega, mega doll und fangen wir an. Und noch eine kurze Info dazu. Neben der Verlosung gibt es noch einen Rabattcode und zwar INA10. Damit bekommt ihr 10% bei duftkerze.de, könnt euch was Schönes bestellen und gönnen. Auch wo das Paket angekommen ist von duftkerze.de, gab es noch so einen Flyer dazu. Hier steht auch immer, wer dein Paket verpackt hat. Und ich hatte noch eine kleine Message dort drin, dufte Grüße aus Leipzig. Ich habe mich so gefreut, weil ich wohne zwar in Wien, aber ich bin ursprünglich aus Deutschland. Ich bin aus Sachsen in der Nähe von Leipzig, also bei Leipzig, und da habe ich mich total gefreut, dass das Paket einfach aus Leipzig ist. Fand ich so, so cool. Die Welt ist so klein. Ich liebe solche Zufälle. Was ich euch noch sagen wollte, dass das mein Urteil auf keinen Fall irgendwie beeinträchtigt. Ich werde immer meine ehrliche Meinung abgeben, wenn mir etwas gefällt oder nicht gefällt. Es ist etwas Subjektives. Etwas kann mir gefallen, aber jemand anders gefällt es überhaupt nicht, deswegen ich sage immer meine ehrliche Meinung und daran wird sich auch nichts ändern. Die erste Kerze ist gleich einmal eine Marke, die ich noch nicht ausprobiert habe. Deswegen bin ich da sehr gespannt und zwar Woodbridge. Der Name dieser Kerze ist Orange Cinnamon. Ich finde auch, es passt extrem schön von der Farbe. Und da haben wir eben das typische Glas. Und das Label ist ein bisschen glänzend, falls man das sieht im Video. Also im Großen und Ganzen finde ich die Kerzen eigentlich sehr, sehr angenehm vom Anschauen. Es schaut sehr gemütlich aus. Es hat so diesen Landhausstil für mich irgendwie, ich weiß nicht. Obwohl es gar nicht so sehr von sich von der Form unterscheidet, aber die Labels sind sehr gemütlich. Also, an Aroma mangelt es der Kerze nicht. Sage ich euch. Wisst ihr, was lustig ist? Das Aroma sammelt sich ja immer im Deckel. Man soll auch im Deckel riechen, weil, ne, im Deckel rieche ich extrem stark den Zimt raus. Und im Glas die Orange. Hä, das ist urlustig. Das ist wirklich urlustig. Hier ist wirklich das ganz Würzige drin und hier ist dieses süß-orangige, oh mein Gott. Also so finde ich den Duft echt, echt schön. Ich muss schauen, ob es warm nicht zu viel Zimt ist. Ich liebe diese Kombination von süßer Orange und Zimt. Ich liebe Zimt, im Herbst und Winter besonders. Bei mir muss ich halt wirklich aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Mit zu viel Zimt kribbelt mir einfach in der Nase und das ist ein bisschen unangenehm, aber
durch diese süße Orange glaube ich auch gar nicht, dass es zu viel sein wird. Ich pack die Wachsfarbe gerade nicht, ich finde es so schön. Ah, und es hat 2 Lochte. Das heißt, es wird sicher sehr gut abbrennen. Es hat hier noch so ein Ast als Logo. Und dasselbe gibt es auch auf dem Glas. Das finde ich irgendwie süß. Also im Großen und Ganzen, schöner Duft. Eher für mich für den Winter. Ich finde den Duft eher weihnachtlich, mehr weihnachtlich als herbstlich. Extrem schön, den werde ich sicher anzünden, wenn dann der Tannenbaum geschmückt ist und die Atmosphäre, die Dekoration, alles passt. Das macht, glaube ich, dann noch so eine schöne Weihnachtsstimmung. Also die erste Kerze gleich mal ein Erfolg. Von derselben Marke Woodbridge habe ich noch eine Kerze, die ist aber eindeutig weihnachtlich. Und zwar, sie heißt auch Jingle Bells. Ein schönes weißes Label mit einem weißen Wachs. Wunderschöne Kerze. Sieht man auch sofort, dass es weihnachtlich ist. Ich glaube, da gibt es keine Fragen. Also, erster Eindruck, es ist frisch. Frisch, würzig, sauber. Frisch, würzig, sauber. Es riecht schon sehr clean. Ich kann aber irgendwie nicht rausrichten, was genau das ist. Das wird mich jetzt interessieren. Es soll wahrscheinlich die Weihnachtsstimmung widerspiegeln mit dem weißen Schnee und mit dem weißen Schnee, mit der Kälte, mit der frischen Luft. Komische Erklärung. Aber frisch gewaschene Wäsche mit der eiskalten Luft im Winter, wenn es schon Minusgrade hat und da ist ja die Luft so sauber und rein und kalt und dazu noch irgendwie frische Wäsche. Ich glaube, ihr versteht mich. Das hat mich jetzt interessiert, was da drin ist. In der Beschreibung steht, erleben Sie eine Spazierfahrt durch den Schnee, genießen Sie weihnachtliche Noten von Zitrone, Nelke und Zimt. Also, ja, kann man sich da rein interpretieren? Das zitrische, frische, ja. Nelke, Zimt, Nelke, ja. Zimt rieche ich da nicht so dominant raus, also ist gar nicht so stark. Aber das mit dem Schnee habe ich mir schon fast gedacht, diese kühle Luft draußen, wenn der Schnee da ist. Ich bin urgespannt, wie sie warm ist. Aber ich muss sagen, es ist eine neue Marke auch für mich und ich bin nicht enttäuscht, 2 von 2. Also beide haben mir wirklich gut gefallen und ich werde in Zukunft sicher auch einiges davon ausprobieren. Die nächste Marke habe ich auch nicht gekannt und ich war so, so, so gespannt auf diese Kerze. Und zwar Chocolate Bakery von Purple River. Wir haben wieder das typische Glas, aber nicht das typische Label. Wie ihr seht, haben wir das Label auf der einen Seite und die Beschreibung auf der anderen Seite. Man sieht Schokoraspeln. Hier steht nochmal Chocolate Brownie Hazelnut. Und was ich cool finde, es hat 140 Stunden Brenndauer und es ist Sojawachs. Bei Schokodüften bin ich immer sehr, sehr heikel, weil Schokolade kann immer in diese Fake-Richtung gehen und ich mag das nicht. Das Einzige, wo ich dieses synthetische Fake-Duft mag, ist Erdbeere, glaube ich. Ja. Erdbeere und Weintraube. Da mag ich irgendwie dieses synthetische, übertriebene, süße, ja, komisch. Aber bei Schokolade mag ich, wenn es wirklich authentisch riecht. Und ich hasse, wenn es synthetische, erzwungene, Und es gibt eine Kerze, die ich über alles liebe, Chocolate Layer Cake. Und da gab es mal von Yankee Candle eine Osterversion. Irgendwas mit Osterei war da auf dem Label, fragt mich nicht. Das roch fast genauso, aber trotzdem Chocolate Layer Cake ist Nummer 1. Es gibt trotzdem viele Düfte, die so einen künstlichen Schokoaroma haben und das mag ich überhaupt nicht. Deswegen. Okay. Ihr seht schon, ich bin glücklich. Das riecht sehr authentisch. Oh Gott. Es ist,
es ist auf keinen Fall künstlich. Also es riecht wirklich sehr authentisch, meiner Meinung nach. Mir hat es gerade ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich bin ein bisschen fasziniert davon, weil es ist eine Kindheitserinnerung hochgekommen und ich bin immer wieder geflasht von sowas, wie ein Duft so viele Erinnerungen wachrufen kann. Und zwar in meiner Heimat früher, wer aus Kasachstan kommt vielleicht, wird das wissen oder verstehen, es gab Schokoladenbutter. Ja, wir hatten tatsächlich Schokoladenbutter. Und es war, glaube ich, einfach es war Butter mit Kakao. Ich habe das sicher seit über 15 Jahren nicht mehr gegessen und gerochen. Das hat mich gerade so in die Kindheit versetzt. Das ist abnormal. Oh mein Gott. Also kurz zusammengefasst, für mich riecht das schokoladig und aber richtig, richtig nach Butter. Das wird vielleicht nicht jeder mögen, aber ich lieb's. Dieses buttrige, schokoladige. Haselnuss und Brownie? Ja. Ich mag Haselnüsse eigentlich nicht als Aroma. Und hier nehme ich sie nicht so stark wahr. Also, falls jemand Haselnüsse mag, hier ist es nicht so dominant. Und wer es nicht mag, es ist nicht so dominant. Für mich riecht es einfach nach Schokolade und Butter. Vielleicht soll das hier dieses Brownie sein von dem Teig. Brownies sind ja auch, ich sag mal, eine Kalorienbombe, ne? Aber, wow. Butter und Schokolade. Butter und Schokolade. Ich bin gerade so fasziniert, dass dieser Duft mir einfach so ein Flashback verpasst hat. Kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Nach dieser Reise in die Vergangenheit muss ich mich mal wieder einkriegen hier und mit der nächsten Kerze weitermachen. Ich, lustige, habe auch diese Marke nicht gekannt. Umso interessanter ist das jetzt, und zwar Colonial Candle. Es ist eine andere Form als die anderen. Ich finde auch die Farbe extremst schön. Dieses satte Rot ist mega. Ich finde, das schaut total elegant aus, diese Form. Und mit dem Label ist es recht minimalistisch, würde ich sagen. Zumal die Äpfel und der Zimt einfach so ein bisschen aus dem Hintergrund rausragen. Finde ich echt schön. Es ist mal was anderes. Apple Allspice steht auch hier, Red Apple, Cinnamon, Fresh Pear. Also Birne ist auch dabei. Ja, für mich ist das Herbst. Ich meine, man riecht sofort Apfel und Zimt. Eine richtig große Dosis an Zimt. Aber nicht nach Apfelkuchen oder so. Das nicht. Ich finde, dafür würde hier diese buttrige Teignote fehlen. Es ist eher, wenn man Äpfel aufschneidet oder püriert und dann Zimt drüber haut und sie lassen diesen Saft. Und so riecht das für mich. Birne würde ich nicht rausriechen, wenn ich es nicht wüsste. Obwohl im Deckel mehr als im Glas. Und ich weiß nicht was, aber irgendwas ist hier Frisches drin. Irgendwas macht das alles ein bisschen frischer. Es ist also nicht so süß und zimtig. Für mich ist da irgendwas Frisches dabei. Ich weiß es nicht. Ich liebe diesen Duft. Für mich ist das absolut Herbst und Winter. Ich backe auch jedes Jahr dann immer meinen Apple Pie. Und das sind dann auch Äpfel, Zimt, Vanille, Zucker und auf solche Düfte könnte ich einfach nicht verzichten. Diese neue Marke hat mich nicht enttäuscht. Ich merke gerade, ich habe viele Marken nicht gekannt und ich weiß nicht, man versteift sich manchmal so auf die beliebten Marken und bekannten Marken, dass man andere vielleicht irgendwie gar nicht so sieht. Und ich finde es mega interessant. Ich finde es toll. Ich finde es toll, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt auch andere Marken auszuprobieren und einfach mal ein bisschen Horizont erweitern. Als nächstes habe ich was mega, mega, mega cooles. Die Marke kenne ich. Die Marke kennt doch jeder von euch. Das garantiere ich euch. Kennt ihr Gummibärchen? Kennt ihr Haribo? Ihr habt richtig gehört. Haribo-Kerzen. Ich finde das so, so cool. Ich habe das schon gewusst, dass es Haribo-Kerzen gibt.
Kleine Background-Story dazu. Meine Mama hat mir mal Blumen geschickt. Ich glaube, zum Geburtstag war das oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie mir Blumen geschickt. Ich habe die Blumen aufgemacht und da war so ein kleines Dreier-Set, so ein Discovery-Set mit drei verschiedenen Düften und zwar mit Haribo-Kerzen. Ich war so fasziniert, ich fand das so cool, weil das halt wirklich riecht wie die Gummibärchen. Hier habe ich Creamy Cherry. Es ist das erste Mal, dass ich eine Kerze habe, die wirklich zweischichtig ist, die zwei verschiedene Wachsfarben hat. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, die riechen auch unterschiedlich. Da bin ich schon gespannt. Und ich bin ja an sich ein großer Fan von Kirschstiften. Es gibt auch eine von Yankee Candle, Black Cherry heißt die. Ich liebe sie wirklich. Das ist für mich wie so ein purer Kirschsaft. Süßer, purer, aber auch säuerlicher Kirschsaft. Und da bin ich extrem gespannt, wie die hier riecht. Okay. Okay, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass diese Schicht hier anders riecht als die. Und die obere Schicht, ich mag den Duft. Das erinnert mich an irgendwas, aber ich kann es gerade nicht zuordnen. Es riecht cremig, vanillig, sahnig. Bisschen teigig. Auf jeden Fall süß. Auf jeden Fall nach irgendwas, was essbar ist. Ah. Oh mein Gott, ich lese erst jetzt. Wartet. Creamy Cherry und hier steht Vanilla und Cherry Cola. Das heißt. Okay, kein Wunder, dass die oberste Schicht so vanillig riecht und essbar. Das heißt, die wird dann nach Cola mit Kirschgeschmack riechen. Okay, ich gehe jetzt die Kerze abbrennen, weil ich will wissen, wie das riecht. Und das ist ja auch so eine Art von Überraschung. Ich finde das total cool. Das fasziniert mich gerade. Finde ich mega. Finde ich mega cool. Erstens, dass die Marke, es kennt jeder. Und als Geschenk ist das sicher urwitzig, wie ich. Ich habe mich damals urgefreut über diese Kerzen. Und ich glaube, wenn man das so weiter verschenkt, freuen sich die Leute, weil sie einfach diese Marke kennen. Und es ist auch für nicht Duftkerzenliebhaber etwas Witziges und Interessantes, glaube ich. Es ist besonders. Und als nächstes schon wieder eine Marke, die ich nicht gekannt habe, aber jetzt wissen wir es. Kendall Brothers. Da habe ich gleich noch ein kleines Set gekriegt. Home Sweet Home heißt das. Fine Fragrances for a Cozy Home. Das sind mehrere Kerzen. Das sind drei Stück. Als Set, ich finde sowas immer urschön zu verschenken, muss ich sagen. Solche Discovery-Boxen. Als erstes haben wir Fresh Cotton. Ganz clean, ganz simpel, weiß. Nicht zu viel, ganz, ganz, ganz einfach. Riecht halt total klassisch. Riecht ganz, ganz simpel nach frischer Wäsche. Ich glaube, das ist einer der typischsten Düfte, die es gibt. Und damit kann man auch selten was falsch machen, finde ich. Also, ich glaube auch, ich kenne niemanden, der solche Düfte nicht mag. Also, der riecht für mich schon mal nach frischer Wäsche. Dann haben wir auch etwas Gängiges. Apple Cinnamon. Auch die Duftrichtung, die wir vorhin gehabt haben. Wunderschönes rotes Wachs. Können wir jetzt zum Beispiel auch mit der Kerze davor vergleichen, vom Duft her. Okay. Sehr, sehr zimtig. Oh, sehr, sehr zimtig. Da muss ich sagen, das ist für mich schon zu viel. Das ist für mich ein bisschen zu viel Zimt. Ich rieche es immer noch. Da haben die Kerzenbrüder hier ein bisschen zu gut mit dem Zimt gemeint, glaube ich. Geschmackssache, nicht meins mit dem Zimt. Ich rieche den roten Apfel drunter, den süßen roten Apfel, aber der Zimt überdeckt einfach total. Das ist schade, sehr schade drum, finde ich. Und Creamy Vanilla Cupcake ist, finde ich, auch ein gängiger Duft. Schön weiß, cremig, vanillig schaut es auf jeden Fall aus. Ich habe gemischte Gefühle. Es riecht zwar cremig, sahnig und vanillig, das definitiv, aber so ein bisschen künstlich, nach so einer künstlichen Vanille. Und ich weiß nicht, ob ich das bei Vanille mag, wenn es künstlich ist. Es ist nicht schlecht.
Aber es ist auch kein besonders guter Vanilleduft, habe ich das Gefühl. Ich weiß es nicht. Also für mich persönlich. Bei dem bin ich unentschlossen, wirklich. Dann wäre für mich Fresh Cotton der schönste Duft hier. Creamy Vanilla Cupcake der zweitschönste, weil bei dem kann ich mich nicht entscheiden. Irgendwas stört mich. Er ist irgendwie gut, aber irgendwas stört mich. Und ich weiß nicht was. Ich verstehe es nicht. Und bei Apple Cinnamon leider zu viel Zimt. Mir wäre es zu viel. Jetzt kommt eine Marke, die ich gekannt habe. Aber eine Reihe, die ich nicht gekannt habe von dieser Marke. Und zwar Woodwick. Woodwick-Kerzen sind ja mit Holzdocht. Und dieser Holzdocht, er knistert wie Kaminfeuer und ich liebe es. Es ist so beruhigend, es ist so entspannt. Ich habe dann wirklich so entweder diese länglichen großen Kerzen oder die so breiteren, die so wie so ein Schiff sind, mit Holzdocht. Da gibt es auch so einen durchgehenden Holzdocht. Wunderschön. Ich liebe auch die Düfte von Woodwick. Ich finde das Aroma immer sehr angenehm, sehr dezent. Es ist nicht zu viel und das, wenn es abbrennt, es ist so, so cool. Wie ein kleines Kaminfeuer. Also, wer kein Kamin hat, wird das schätzen. Das von Woodwick ist eine Renew Collection. Es ist auch kleiner als die anderen Kerzen, die ich von Woodwick kenne. Das ist mit Inzens und Myrrhe. Mega cool. Es ist eher so was Mystisches, finde ich. Ich liebe das. Das hat auch so eine Atmosphäre, wenn es kalt draußen ist, wenn es regnerisch oder neblig ist, liebe ich sowas. Echt schön. Es fühlt sich total natürlich an. Also, es ist überhaupt kein künstlicher Duft. So schaut er doch übrigens aus. Mega, mega schöner Duft. Wow, ich bin schon gespannt, wie der warm ist und wenn ich den anzünde, wie sich der Docht verhält, ob er genauso wie bei der anderen Linie die Kerze dann wirklich, der Docht wirklich so schön knistert. Extrem warmer, angenehmer, leicht würziger Duft, aber wirklich nur leicht würzig. Total angenehm. Erinnert mich ein bisschen, wenn ich so an dem, wenn ich mal so an dem Deckel rieche und das ist so aus Kork, erinnert mich das an Sauna. Ich lieb's. Sauna ist für mich Herbst und Winter, wenn es draußen kalt ist. Absolut. Wow. Hätte ich nicht gedacht, das überrascht mich. Das überrascht mich, weil ich habe, wie gesagt, keine andere Linie von Rudik probiert und echt zu empfehlen wäre dieses warme, holzige, würzige von der Sauna mag, vom Duft her. Mich erinnert das total daran. Und kurz zu den Kendall Brothers. Ein bisschen was fand ich echt gut. Manches fand ich ein bisschen künstlich und zu viel. Und ich habe noch eine kleine Mini-Kerze dazu gekriegt. Zitronella heißt das. Das ist so ein Metalldöschen. Da musste ich auf der Webseite nachschauen, zu wem das gehört, weil ich habe keine Marke gesehen und scheinbar ist es vom selben Hersteller wie Kendall Brothers und hier finde ich der Geruch total authentisch. Also im Vergleich zu den anderen, diesem Discovery Set, finde ich den total natürlich. Die anderen fand ich eher künstlicher, den Duft finde ich wiederum total natürlich. Also interessant, wie unterschiedlich Kerzen sein können, auch wenn sie vom selben Hersteller sind. Es hat so ein grünes Wachs, riecht einfach mega, mega zitrisch, limettig und super, super frisch. Ich finde, sowas geht immer. Und diese Metalldöschen kann man auch wieder verwenden. Mega. Und als nächstes, Freunde, steuern wir auf die meiner Meinung nach zweitschönste Jahreszeit hin. Oder zweitschönsten Feiertag? Halloween. Schönste ist immer noch Weihnachten. Weihnachten ist nicht zu toppen, aber Halloween, ich liebe Halloween. Ich freue mich das ganze Jahr über drauf und ich kann euch gar nicht sagen. Diese Halloween-Atmosphäre, Halloween-Partys, Kostüme, alles drum und dran. Ich liebe Halloween. Halloween ist einer meiner Lieblingsfeiertage. Absolut überhaupt. Und die Deko und die Kürbisse, einfach fantastisch. Und ich habe was bekommen.
was passend zu dieser Jahreszeit, zu diesem Ereignis ist, ist von Colonial Candle. Das heißt von demselben Hersteller wie Apple Allspice. Das macht Hoffnung, weil das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und zwar Spooky Woods. Das ist ein kleineres Döschen. Rundherum haben wir ein eindeutiges Halloween-Motiv. Mega, mega cool finde ich das. Rotes Wachs. Schwarze Motive von Gruselhaus. Ich weiß nicht, sind das Geister? Ich glaube, sowas in der Art. Fledermäuse. Und der Deckel schaut aus wie ein Spinnnetz. Wie süß ist das? Es sind die Details. Es sind die Details. Wie cool ist die Wachsfarbe in Kombination mit diesem Schwarz? Okay, es steht eh Spooky Woods drauf, aber die Wachsfarbe hat mich ein wenig durcheinander gebracht. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwas Süßes erwartet, was Bäriges vielleicht. Wirklich, ja, ich habe was Bäriges erwartet, aber es ist halt urholzig. Es ist wirklich, es ist total holzig. Es riecht holzig, es riecht maskulin, es riecht leicht parfümig, aber wirklich nur leicht. Ich weiß nicht, ist das Sandelholz oder Moschus? Es wird mich jetzt auch urinteressieren. Aha. Okay, ich lese gerade. Ein unheimlicher, aber einladender Duft. Spooky Woods ist inspiriert von einer Lagerfeuernacht mit einer mysteriösen Kälte in der Luft, mit Noten und Holz, mit Noten von Holzrauch, gerösteten Marshmallow und Piniennadeln. Bringt dieser Duft die Natur in ihr Zuhause. Sandelholz finde ich persönlich. Aha. Holzrauch, Marshmallow, Piniennadeln und Sandelholz. Ich muss sagen, die Marshmallows rieche ich jetzt nicht raus. Es ist minimal süß. Es ist minimal süß. Aber ganz, ganz im Hintergrund. Das rundet so ein bisschen ab. Aber die Piniennadeln, Sandelholz, ja, den Rauch, das riecht man extrem, das riecht man total. Also, wenn man mir sagt, Lagerfeuernacht im Wald und kalte Luft, ja, das trifft das sehr, sehr, sehr gut. Finde den urcool, der hat wirklich dieses spooky Vibes irgendwie durch dieses kühle, holzig, rauchige. Ich finde den sehr authentisch. Ich finde den sehr authentisch und der gefällt mir. Und weiterhin Thema Halloween. Ich habe hier etwas ganz Besonderes und zwar, es ist keine Kerze, es ist eine Badebombe. Diese Badebombe ist von Charmed Aroma, hat dieses Motiv von Scream, von dem Horrorfilm, auch super authentisch. Ich finde das so lustig. Es riecht sehr frisch, sehr angenehm. Ich weiß nicht, vielleicht sogar bärig. Es ist echt cool zum Baden, aber das war's noch nicht. Es ist nicht nur zum Baden. Da drinnen ist ein Schmuckstück. Dort drin ist eine Kette. Und ich freue mich so sehr. Ich werde das so bald wie möglich dann in meine Badewanne hauen und das Schmuck daraus fischen. Und ich bin so gespannt. Das werde ich euch dann wahrscheinlich als Kurzvideo auf YouTube oder auf TikTok oder auf Insta noch zeigen. Also schaut auf meinen Social Media Kanälen vorbei. Ich meine, Badebomben sind ja an sich mega cool und an sich auch nicht billig. Man denke an Lush. Und hier ist auch noch Schmuck drin. Ich meine, wie cool ist das? Ich liebe es. Ich liebe es und ich freue mich so, so, so sehr rauszufinden, was da drin ist. Ich kann nicht. Ich bin begeistert. Und ich habe was echt Cooles bis zum Schluss aufgehoben, um euch das zu zeigen. Jeder, der meine Videos schaut, weiß, ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Ich bin so ein kleiner Nerd. Und ich habe euch schon gesagt, Duftkerze.de haben Charmed Aroma. Die Kerzen von Charmed Aroma. Und sie haben eine Harry Potter Linie. Mhm. Eine Linie mit Kerzen, Harry Potter und da ist Schmuck drin. Okay, es ist einfach 3 in 1. Es sind Duftkerzen mit Harry Potter Schmuck und Harry Potter Motiven. Schaut euch das an. Ein goldener Schnatz, wie cool ist das? Wie cool ist das bitte? Oh mein Gott. Es ist einfach ein goldener Schnatz.
Es ist eine Kerze, es ist eine Duftkerze und da ist Schmuck drin. Ich bin so begeistert davon. Schaut, es geht so auf. Da drinnen ist die Kerze. Das kann man sich zu Hause hinstellen als Dekoration und hat die Duftkerze und hat ein Schmuckstück da drin. Wie cool ist das? Ah! Ich meine, so geht's auch. Der Duft ist so cool. Es ist süß, es ist picksüß, aber es ist so ein zuckriges Süß. Ah. Früher gab es ja solche Halsketten oder Armreifen mit Zuckerbonbons drauf. Diese runden Zuckerbonbons, die als Kette so... Oh, ich bin so ein Erklärbär. Ich kann es kaum erwarten, das hier abzubrennen und zu erfahren, was da drin ist. Das werde ich euch auch dann irgendwann mal zeigen. Ich bin ein unnormal neugieriger Mensch. Ich werde das anzünden. Ich werde warten, bis es ansatzweise irgendwie sichtbar ist. Und ich werde das da rausholen. Das wird wieder eine Sauerei, weil ich kenne ja solche Kerzen schon. Wisst ihr, woran mich der Duft erinnert? Es gibt von... Was war das? Ich glaube, Bath & Body Works. Gibt es eine Kerze, die heißt Champagne Toast. Und das riecht so ähnlich. Es riecht auch so zuckrig, süß, so sparkling. Ich muss nachschauen, was das ist. Das interessiert mich gerade ur. Oh, okay. Nektarine, Sekt, Moschus und Zucker. Wow. Bezüglich dem Duft Champagne Toast. Da wundert mich gerade nicht, dass da Champagner drin ist. Das ist oft so süß und zuckrig und... Bitte, es ist für jeden Harry Potter Fan ein Muss. Und wenn ich damit fertig bin, werde ich das genau da hinter mir aufstellen, weil ich ja eh schon Sachen von Harry Potter da habe. Und das wird mir als Dekoration dienen und vielleicht zur Aufbewahrung. Eigentlich kann man da irgendwas dann reinmachen und... Bombe! So, meine Lieben, das Video neigt sich dem Ende zu. Ich habe alle Kerzen durchprobiert, durchgerochen. Ich bin so begeistert. Vielen Dank an der Stelle an duftkerze.de und das liebe Team von duftkerze.de, die das möglich gemacht haben. Ich freue mich so sehr. Ich habe neue Brands kennengelernt. Ich habe neue Düfte kennengelernt. Ich fand die Bestellung so, so, so schön. Zumal ich einfach überwiegend fast alle Düfte wirklich gemocht habe. Und ich könnte mich nicht entscheiden, was mein Lieblingsduft davon ist, weil es einfach so viele Schöne dabei gab und sogar eine Badebombe, nicht nur Duftkerzen, was auch mal eine Abwechslung ist und ich liebe Badebomben, ich bin ja auch so ein Lush-Einkäufer, obwohl das ein bisschen teuer ist, aber bei dem, beim Charmed Aroma hat man ja noch sogar ein Schmuckstück drin, kann man dann auch noch tragen, das ist, ich glaube, ich wiederhole mich schon, es ist genial. Kommen wir schnell zu der Verlosung und zwar Duftkerze. Meine Nachbarn haben sich entschieden zu bohren. Toll. Duftkerze.de stellt mir zwei Düfte zur Verfügung, die ich dann an euch weiter verlosen darf. Und zwar, weil das einfach einer meiner Favorites aus dieser Bestellung war, der Apple Allspice wird verlost, kommt zu euch als ein wunderschöner Herbst- und Winterduft. Der Apple Allspice von Colonial Candle kann zu dir nach Hause kommen. Dafür müsstest du nur meinen Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben. Ich würde gern wissen, welcher Duft für euch typisch für den Herbst ist. Weil für mich sind es Apfel-Zimt-Düfte einerseits und andererseits Nadel- und Tannendüfte. Diese zwei Sachen sind für mich ein Must-Have für den Herbst. Und ich würde gern wissen, was für euch typisch Herbst ist. Schreibt mir das in die Kommentare. Wenn ihr dieses Kommentar schreibt und mir folgt, nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt diese Kerze und es gibt noch eine Überraschung, die nicht mal ich weiß. Es kommt noch eine Haribo-Kerze dazu. Die Marke, die jeder kennen sollte auf jeden Fall. Es kommt eine Haribo-Kerze dazu. Aber das Coole ist, Duftkerze.de hat eine neue Kollektion, eine neue Winterkollektion von den Haribo-Kerzen. Bei sich auf der Webseite haben die das, glaube ich, schon. Und eine von denen bekommt ihr auch noch zusätzlich zu der Apple Allspice. Das heißt, ihr bekommt zwei Kerzen. Einmal die Apple Allspice und eine, die eine Überraschung wird. Also wartet nicht lange, abonniert meinen Kanal, schreibt einen Kommentar. Ich bin schon super gespannt, wer diese wunderschöne Kerze und die Überraschungs-Haribo-Kerze gewinnen wird.
Und nicht vergessen, auf duftkerze.de habt ihr meinen Rabattcode INA10. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf die Duftkerzen dort. Ich werde euch alles in die Infobox schreiben. Den Link zu duftkerze.de, den Rabattcode, die Bedingungen für das Gewinnspiel und was ihr gewinnen werdet. Bin schon gespannt auf den Gewinner. Ich werde den Gewinner oder die Gewinnerin persönlich anschreiben. Also bleibt gespannt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!